Die Waggonsferienrückfahrt mit dem 5228 stehen auf Gleis 120. Rüsten Sie auf, rücken vor zur Wende 2 und holen die Wagen von Gleis 120. Anschließend setzen Sie nach Gleis 3 und lassen die Fahrgäste einsteigen. Abfahrt ist um 10.29 Uhr. Und somit einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen in Lüneburg. Nachdem es mit dem Nahverkehrszug 5217 von Hamburg-Harburg nach Lüneburg ging, geht es nun von Lüneburg zurück nach Hamburg-Harburg mit der DB-Baureihe 110-142-7 in der blau-beigen Farbgebung. Der Herr Kollege verlässt hier auch den Abstellungsbereich von Hamburg-Harburg und grüßt hier kurz. Im Führerstand angekommen, muss jetzt die Baureihe 110 aufgerüstet werden. Dazu wird als allererstes mal die Batterie eingeschalten. Dann wird ein kurzer Leuchtmeldertest durchgeführt, ob auch alle Leuchtmelder ordnungsgemäß funktionieren. Und das tun sie. Somit kann die Baureihe 110 weiter aufgerüstet werden. Als nächstes wird geprüft, ob sich 10 Bar Druck im Hauptluftbehälter befinden. Das ist der Fall, somit muss der Luftpresser nicht gestartet werden und der Stromabnehmer kann dann gleich gehoben werden. Das ZG1 wird eingeschaltet, die Instrumentenbeleuchtung wird eingeschaltet, der Richtungswender wird in die Mittelstellung verlegt, der Stromabnehmer 2 wird vorgewählt und wird auch dementsprechend gleich gehoben. Die Bremse wird auf 4,7 Bar eingestellt. Die Zugsicherungssysteme werden eingeschaltet, einmal die PZB und einmal die SIFA. Gefahren wird in der oberen Zugart, somit ist der Leuchtmelder 85 aktiv. Die Fahrdrahtspannung ist vorhanden, sowie auch die 15 kV Fahrdrahtspannung, somit kann der Hauptschalter eingeschalten werden. Die kleine Fahrplanleuchte wird eingeschaltet, der Richtungswender wird in die Vorwärtsposition verlegt, die Bremse wird komplett gelöst, die Heizstäbe werden ausgeschalten und die Handbremse wird gelöst. Die Fahrmotorlüfter werden eingeschaltet, dass die vier Fahrmotoren auch gleich gekühlt werden und dann kann die Leistung auch schon aufgeschaltet werden. Der Luftpresser wird auch gleich mit seiner Tätigkeit beginnen und wird den Druck im Hauptluftbehälter wieder auf 10 Bar erhöhen. Und der Kollege mit der Baureihe 365 führt hier eine kleine Rangierfahrt durch. Ja, für die Baureihe 110 mit einem Schnellzugwagen im Zugverband und Nahverkehrswagen ging es ja von Hamburg-Harburg nach Lüneburg und nun geht es mit dem Nahverkehrszug 5228 zurück nach Hamburg-Harburg, unter anderem mit Halt in Winsen, Stelle, Maschen und Meckelfeld. Sobald dann die Baureihe 110 zum Stehen gekommen ist, muss einmal kurz der Führerstand gewechselt werden, denn die Richtung muss einmal kurz geändert werden. Und sobald das dann geschehen ist, werden die Wagen an die Lokomotive angekuppelt. Ein kurzer Moment muss noch gewartet werden, bis der Druck im Bremszylinder etwas niedriger ist. Ja, das war noch ein Tickchen zu früh Leistung. Der Herr Kollege fährt hier mit einem IC1 an der Baureihe 110 vorbei, Fahrtrichtung Hannover. Ich vermute mal, dass der Nahverkehrszug 5228 auch wieder aus einem
Schnellzugwagen besteht mit Personen, Gepäck und Postabteil. Das war ja früher Standard und aus den klassischen Nahverkehrswagen. Und genau aus diesen Wagen besteht der Zugverband auch. So, dann wird einmal angekuppelt. Maximal 3 km/h sollte an die Wagen herangefahren werden. Ansonsten könnte der Wagen oder ja, die Kupplungen bzw. der Puffer einen Schaden davon tragen. So, guten Tag, Kollegen. Und dann wird hier einmal der Kupplungshaken eingehangen. Und der Führerstand wird einmal gewechselt. Eine kurze Bremsprobe wird noch durchgeführt. Und dann kann der Zugverband erstmal gestreckt werden. Wichtig ist beim Aufschalten der Leistung, dass der Oberstromwert von 420 Ampere nicht überschritten wird. Und die Anzeige für den Oberstrom befindet sich hier. Oben sind auch die ganzen Anzeigen nochmal beschriftet. Und auch hier ist nochmal der größte Wert von 420 Ampere angeschrieben. Und die Fahrgäste werden gleich in Lüneburg zusteigen. Die Baureihe E10 ist eine ja für die Deutsche Bundesbahn erstmals im Jahre 1952 gebaute Einheitselektrolokomotive für den Schnellzugverkehr. Und die ganzen Einheitselektrolokomotiven haben ja ein Thyristorschaltwerk verbaut bekommen und einen Fahrstufenschalter, oder ich nenne es auch immer gern ein Fahrstufenrad. Lüneburg. Und auch hier sind wieder sehr schön die alten Zugzielanzeigen zu sehen. Unser Kollege mit der Baureihe 218 hat Lüneburg hier schon verlassen. Unser Nahverkehrswagen gehört der Gattung BNB an und weist 96 Plätze auf und die Baureihe 103 mit einem Intercity kommt hier in Lüneburg an. Und der Achtungspfiff ist ertönt. Da es die Türe des Schnellzugwagens ebenfalls schließt, muss einmal der Kippschalter für Türe schließen in der Baureihe 110 betätigt werden. Und anschließend kann die Leistung aufgeschalten werden.
AP1, VR1. Auf der Strecke Hamburg-Hannover ist ja auch das Zugbeeinflussungssystem LZB verbaut. Die meisten Baureihen 110 verfügen aber über keine LZB-Ausrüstung in der Lokomotive. Somit wird in der PZB gefahren, HP1 VR1. Nächster Halt ist in wenigen Minuten Bardowick. Die zu fahrende zulässige Höchstgeschwindigkeit für die Baureihe 110 beträgt 140 Stundenkilometer, genauso wie für den Schnellzugwagen und die Nahverkehrswagen. Ja, das waren richtige Kisten, die Nahverkehrswagen. Da war man echt froh, wo das Zeitalter der Doppelstockwagen begonnen hat. Das war ja teilweise im Sommer schon eine Zumutung. Und vor allen Dingen, man muss ja die Türen immer selber nach außen aufdrücken. Und für ältere Leute, ja, oder auch Leute mit einer körperlichen Beeinträchtigung oder die eben wenig Kraft hatten oder haben, war das natürlich schon ein Problem, ne? Die Türe da aufzubekommen. Und manchmal klemmten die auch richtig gut. Also das waren wirklich, ja, manchmal echte Torturen, um da den Nahverkehrswagen verlassen zu können. Ein Fahrsignal von Bardowick. Aus Platzgründen wurde die Haltetafel zwischen zwei Gleise aufgestellt. Und auf der H-Tafel befindet sich ein Richtungspfeil. Und dieser Richtungspfeil sagt immer aus, für welche Seite oder für welches Richtungsgleis das jeweilige Signal oder die jeweilige Tafel ihre Bedeutung hat. In dem Fall für das Richtungsgleis Hamburg-Harburg. Und da sieht man mal, wie weit die Türe des Nahverkehrswagens, des Schnellzugwagens, pardon, nach außen ragt. Ja, Wahnsinn. Diese deckt fast den ganzen markierten Gefahrenbereich des Bahnsteiges ab. Das ist schon ordentlich. Da muss man als Fahrgast echt aufpassen, dass man nicht dagegen rennt. So, Türen sind geschlossen und dann kann die Leistung wieder aufgeschaltet werden. Und da hat man schön gehört, wie das Thyristorschaltwerk arbeitet.
Ja, und da sieht man mal, dass die Baureihe 110 ordentlich Leistung hatte. P1. Die Baureihe 110 verfügt über 4 Fahrmotoren. Und weist eine Dienstmasse von 85 Tonnen auf. Nächster fahrplanmäßiger Halt wird Radbruch sein. HP1, Blocksignal. Die ersten Serienlokomotiven der Baureihe E10 erhielten Ordnungsnummern dann ab 101 aufwärts und werden entsprechend auch als Baureihe E10.1 bezeichnet. Im Gegensatz zur E40 war ja die E10 mit einer elektrischen Widerstandsbremse ausgerüstet worden. Und daher unterschieden sich beide Baureihen minimal dann im Dachbereich. So, das Thyristorschaltwerk kann schon mal in die Nullstellung laufen. In Radbruch befindet sich dann der Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Und der Luftpresser beginnt wieder mit seiner Arbeit, um den Druck von 10 Bar im Hauptluftbehälter wiederherzustellen. Eine weitere Zugfahrt in Richtung Hamburg-Harburg. Die E10 in Kobaltblau. Was für eine schöne Lok. Und ich bin immer wieder fasziniert, was in so einer Elektrolokomotive an technischen Abläufen immer wieder ablaufen, während die Lok hier Tonnen ziehen muss und natürlich hier immer in Bewegung ist.
Nächster Halt ist in wenigen Minuten Winsen. AP1. Das Vorsignal zeigt das Signal mit VR1 an. In dem Fall handelt es sich hier um ein ganz normales Vorsignal. Und dieses Vorsignal steht im ganz normalen Bremsabstand zur Strecke. Wäre der Bremsabstand verkürzt, wäre ein weißes Kennlicht zu sehen gewesen. Und ein weißes Kennlicht wäre zu sehen gewesen, wenn es sich um einen Signalwiederholer handeln würde. Und dann erreicht der Zugverband auch schon gleich Winsen. Wichtig ist bei Lokomotiven mit einem Thyristorschaltwerk, dass die Thyristorschaltwerkstufe 0 erstmal eingerastet sein sollte, bevor man mit dem Bremsvorgang beginnt. Ansonsten kann es zu Störungen kommen. Eine weitere Baureihe 365 tut hier ihren Dienst. Und die Köpf rangiert hier auch wieder. Ja, hier auf der Strecke Hamburg-Harburg, Hamburg-Hannover natürlich, ist immer viel Zugverkehr unterwegs. Ich glaube, die genaue Bezeichnung ist auch Winsen an der Lue. Ja, genau. Winsen an der Lue. Und da fährt die Köpf vorbei. Ausfahrsignal von Winsen an der Lue zeigt das Signalbild HP1 an.
Und der nächste Halt ist dann in wenigen Minuten Aßhausen. Die Strecke Hamburg-Hannover zählt ja zur Bahnstrecke Leerte Hamburg-Harburg. Die Bahnstrecke ist sowohl für den Personen- als auch den Güterverkehr einer der wichtigsten Eisenbahnstrecken Niedersachsens. Baureihe 110. Der Gegenzug. Während im Personenverkehr zwischen Hannover und Hamburg seit den 1960er Jahren anstatt des Abschnitts Leerte Celle die Bahnstrecke Hannover Celle genutzt wird, hat die Strecke im Güterverkehr auf gesamter Länge eine hohe Bedeutung. Der ZS3V kündigt eine Geschwindigkeitsreduzierung auf 80 km/h an und diese 80 km/h sind dann oder sollten dann am nächsten Hauptsignal auch zu fahren sein. AP1 VR1. Und die Baureihe 151 ist ja immer noch abgestellt. In Beige-Ozeanblau. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt ja auf der Strecke 200 Stundenkilometer und die Zweigleisigkeit ist durchgehend gegeben. Insgesamt 4 Gleise stehen zur Verfügung auf dem Abschnitt Maschen-Aßhausen, wo sich gerade der Nahverkehrszug 5228 befindet. Und insgesamt 3 Gleise stehen zur Verfügung zwischen Aßhausen und Lüneburg. Da ist dann die Strecke also schon ausgebaut worden. Und da tönt auch schon der Achtungspfiff. Ist teilweise nur ganz schwer zu hören. Und die Geschwindigkeit darf wieder auf 120 km/h erhöht werden. Mit Erreichen des Zugschlusses an der Geschwindigkeitstafel. In Hamburg-Harburg werden dann die Wagen wieder abgekuppelt und die Baureihe 110 muss dann umgesetzt werden. Der nächste Halt ist in der Kürze Stelle.
Das Zirrostauschaltwerk kann gleich mal wieder in die Stufe 0 laufen. Denn die LF-Tafel kündigt eine Geschwindigkeitsreduzierung auf 80 km/h an. Vorsicht, ein Wiederholer. Und hier ist das weiße Kernlicht auch schön zu sehen. Stelle. Guten Tag, Herr. Ja, und früher waren auch noch die Schriftzüge mit Nichtraucher und Raucher angebracht an den Nahverkehrswagen. Ja, das waren Zeiten. Und die klassische grüne Bepolsterung, das waren ja mehr so Sitzbänke und keine reinen Sitze. Ja, das waren noch Zeiten. Ja, und da durfte man auch rauchen, ne? Heute undenkbar. Der Türschließenbefehl wurde ausgelöst, Türen sind geschlossen und dann kann die Leistung wieder aufgeschalten werden. Weiterhin gelten 80 km/h als so fahrende Höchstgeschwindigkeit. Nächster Halt ist Maschen. Vorsignal ist dunkel geschalten. Und die Leistung braucht gar nicht groß aufgeschalten werden, denn das nächste Vorsignal zeigt schon das Signalbild VR2 an. Bedeutet Langsamfahrt. Und der ZS3V kündigt eine Geschwindigkeitsreduzierung auf 60 km/h an.
Ja, die Strecke Hamburg-Hannover ist halt eigentlich ja, eine Strecke, wo man permanent mit 200 km/h, auch mal mit 60, mit 160 km/h dahin fährt, HP2V R2, und ja, zu 90% LZB geführt ist. Da hat halt dann der Triebfahrzeugführer eine reine überwachende Funktion und muss eigentlich im Normalfall nicht eingreifen. Aber trotzdem muss der Triebfahrzeugführer aufmerksam sein, die Signale und die Strecke im Blick haben. Maschen. Ich meine Europas größter Und ein Güterzug macht sich auf den Weg in Richtung Hannover. Ich meine, das war die Baureihe 140. Bremse kann schon mal gelöst werden. Ja, die Fahrmotorlüfter haben gut zu tun. AP2 VR1. Langsamfahrt, Fahrt erwarten. Nächster Halt ist in wenigen Minuten Meckelfeld. Und die Geschwindigkeit darf wieder auf 140 km/h erhöht werden. Und dann kann das Thyristorschaltwerk schon mal wieder in die Stufe 0 laufen. Der Halt Meckelfeld ist erst sehr spät zu sehen, finde ich. HP1 VR1. Wenn man da keine Streckenkunde hat, ne, ist man natürlich auch wieder verloren. Und ein Güterzug verlässt hier gerade Maschen.
Und der nächste Halt ist dann schon Hamburg-Harburg. Ja, der vordere Bahnsteigsbereich ist abgesperrt. Das heißt, der Zugverband sollte schon, ja, im richtigen Bereich des Bahnsteiges dann zum Stehen kommen. Und da ertönt auch schon der Achtungspfiff. Bremsen sind gelöst. Und dann kann die Leistung wieder aufgeschalten werden. So fahren die Höchstgeschwindigkeit 140 km/h. Und die LF-Tafel kündigt dann bereits eine Geschwindigkeitsreduzierung an, und zwar auf 120 km/h. AP1 VR1. Und der CRS3V kündigt dann eine Geschwindigkeitsreduzierung auf 80 km/h an. Ich vermute mal, kurz vor Hamburg-Harburg muss da nämlich das Gleis gewechselt werden. Und der Kollege hier aus Maschen. Und der Zug wird gezogen von einer Diesellokomotive, Baureihe 232, einer Ludmilla. Boah, was für ein Sound! Und das Vorsignal zeigt das Signalbild VR0 an. Bedeutet also, dass das nächste Hauptsignal auf Halt steht. Und auch hier muss einmal die Wachsamkeitstaste betätigt werden. Ein ICE1 hat hier in Hamburg-Harburg auch Fahrgäste aufgenommen und macht sich auf den Weg in Richtung Hannover.
Ja, und da schaut der gute Herr einmal auf die Uhr. Ja, der 52:28 ist pünktlich. Und hier stehen auch schon die zwei Kollegen. Und sobald die Fahrgäste dann ausgestiegen sind, werden die Wagen abgekuppelt. Und hier pünktlich ausgezeichnet, Ihr Fahrdienstleiter 43/12. Lassen Sie die Waggons auf Gleis 2 stehen und rücken vor nach Gleis 191. Dort stehen die Wagen für den 72/19, den Sie um 11.28 Uhr übernehmen. Alles klar. Dann heißt es einmal wieder Wagen abkuppeln. Vorher aber erst noch einmal kurz Türen schließen. Rums. Dann kann die Leistung wieder aufgeschalten werden. Ersatzsignal. Das bedeutet, hier darf dann einmal mit Befehl 40 drüber gefahren werden. Und dann wird an den neuen Wagenpark angekuppelt und diesen Zug übernimmt dann der Kollege. Kurz bevor es an die Wagen geht, wird einmal stehen geblieben. Jetzt muss wieder kurz gewartet werden, bis sich der Druck im Bremszylinder senkt. Und dann geht's ran an den neuen Wagenpark. Ja, und somit verabschiede ich mich von euch. Bis zum nächsten Mal, euer Matthias AW. Servus.